Hallo, meine lieben Freunde. Ich freue mich, dass ich mich heute wieder melden darf und hoffe, dass unsere Technik wieder besser funktioniert als das letzte Mal. Aber ja, wir haben durchgehalten das letzte Mal und es ist dann doch noch gegangen. Also für die, die vielleicht frühzeitig ausgestiegen sind, darf ich sagen, dass die Sendung aufgenommen worden ist und dass sie dann gleich auch schon abrufbar ist bei Hope and More. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu diesem heutigen Abend, den wir wieder miteinander erleben wollen und gestalten wollen. Wir wollen wieder die Bibel aufschlagen und aus Gottes Wort unser Thema weiterführen. Unter diesem Thema: Die Hochzeit des Lammes lässt auf sich warten. Das Hochziel oder das letzte Ziel, das für gläubige Christen, die an die Bibel glauben, ins Auge gefasst wird, ist letztendlich das, was uns im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung in Aussicht gestellt wird. Dort wird diese endgültige Auflösung dessen, was in dieser Welt durch die Sünde zerstört worden ist und was an Unheil seither über diese Welt gekommen ist, dort in diesem letzten Buch der Offenbarung wird uns gezeigt, dass die Welt nicht letztendlich im Chaos enden wird. Wenn man heute so den Alltag anschaut und die Medien anschaut, dann muss man sich wirklich fragen, was kommt da wirklich auf uns zu? Wenn wir jeden Tag von solchen Horrormeldungen hören, Tsunamis, Erdbeben hört fast nicht mehr auf, dann glaube ich, dass wir hier live miterleben, wie sich vor unseren Augen das erfüllt, was uns die Bibel voraussagt, was vor dieser letzten Hochzeit des Lammes diese Erde noch erleben wird. Alles andere als eine Hochzeit, Not und Elend. Und ich denke, wir erleben es, wie sich das tagtäglich vor unseren Augen immer mehr und mehr erfüllt. Und es ist wert, dass wir uns die Gedanken darüber machen und überhaupt Gedanken darüber machen, was bringt die Zukunft und warum ist es überhaupt so weit gekommen? Was war wirklich Gottes Plan für diese Welt und was ist daraus geworden? Wir haben das letzte Mal dieses Thema schon in einer zweiten Folge weitergeführt. Heute eigentlich dieser dritte Teil, den wir im Zusammenhang mit dieser königlichen Hochzeit haben. Das Gleichnis, das Jesus dort in Matthäus 22 erzählt hat, wo Menschen eingeladen werden, zur Hochzeit zu kommen und sie kommen nicht und dadurch verzögert sich die Hochzeit. Wir haben uns verschiedene Gedanken gemacht darüber, das letzte Mal besonders auch, dass wir nicht erst seit dem ersten Kommen Jesu auf diese Hochzeit warten, sondern eigentlich schon auch vor dem ersten Kommen Jesu. Und dass diese Hochzeit gleichzeitig auch ein Bild ist für die Aufrichtung des Reiches Gottes in dieser Welt, für die Wiederherstellung aller Dinge, die durch die Sünde zerstört worden sind. Und die Hochzeit des Lammes, die Verzögerung dieser Hochzeit des Lammes bedeutet nicht erst in neutestamentlicher Zeit eine Verzögerung, sondern, wie wir schon zum Teil gesehen haben und das heute weiterführen wollen, auch eine Verzögerung der Aufrichtung des Reiches Gottes schon längst in alttestamentlicher Zeit. Ja, und wir haben ja sogar vom Verlust des Reiches Gottes gesprochen, von dem Reich Gottes, das eigentlich dieser Welt und vor allem dem Volk Israel in alttestamentlicher Zeit verloren gegangen ist, obwohl es schon zu ihnen kam, damals durch Johannes dem Täufer und durch Jesus. Wir wollen heute dieses Thema fortsetzen und ich lade euch ein, dass wir noch miteinander zu einem Gebet unsere Gedanken abschalten für diese Welt und aufschalten für den Himmel. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir heute Abend wieder über diesen Weg miteinander überlegen dürfen, dein Wort betrachten dürfen.
Du möchtest uns auch heute wieder einladen, dass wir uns Gedanken machen darüber, warum es noch nicht zu dieser Hochzeit, zu dieser Vereinigung mit dir gekommen ist, zur Auflösung alles Leides, aller Schmerzen, aller Wehen, die wir in dieser Welt erleben, die ankündigen, dass das Ende nahe ist, die aber auch ankündigen, dass dein Kommen nahe ist und diese letzte Gemeinschaft mit dir, die in alle Ewigkeit fortdauern sollte, vor der Tür steht. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch heute durch deinen Heiligen Geist in unseren Betrachtungen führst. Gib uns die rechten Gedanken und lass uns auch heute wieder auf wichtige Dinge aufmerksam werden, die wir aus der Vergangenheit lernen wollen, aus alter Zeit, wo du schon von Anfang an gewirkt hast und diese Welt schon längst aus dem Elend und Jammer und aus allen Nöten herausführen wolltest. So danken wir dir für deine Gegenwart und für die Führung deines Heiligen Geistes. Und ich bitte dich, dass du jeden, der jetzt auch mithört und der diese Sendung dann nachhört, auch selbst durch deinen Heiligen Geist erfüllst. Hab Lob und Dank dafür in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gut, also, wir starten wieder mit einer grundsätzlichen Frage, die wir an den Beginn unseres heutigen Abends stellen wollen. Und zwar geht es mir darum, darüber nachzudenken, ob die Verzögerung dieser Hochzeit des Lammes und die Aufrichtung des Reiches Gottes oder des messianischen Reiches erst ab der Zeit der Erwählung Israels im Alten Testament eine Verzögerung erfahren hat, oder ob wir von einer Verzögerung der Aufrichtung des Reiches Gottes und des messianischen Reiches schon vor der Zeit der Erwählung Israels reden können. Das führt uns zur Frage, wie war es denn vor der Zeit, als Gott Abraham erwählte? Durch Abraham beginnt ja erst die Geschichte Israels, aber da sind wir schon 2000 Jahre vor Christus und etwas 2000 Jahre nach der Schöpfung, also ziemlich in der Mitte zwischen Schöpfung und dem ersten Kommen Jesu hat etwa Abraham gelebt. Und etwa 2000 Jahre nach der Schöpfung hat Gott Abraham aus einem heidnischen Land herausgerufen, weil er aus ihm ein besonderes Volk machen wollte, einen besonderen Plan verwirklichen wollte, den er bis dorthin offensichtlich noch nicht verwirklichen konnte. Denn wir sollten nicht übersehen, dass Gott nicht erst durch Abraham begonnen hat, seinen göttlichen Plan der Aufrichtung des messianischen Reiches oder der Aufrichtung des Reiches Gottes, der Wiederherstellung aller Dinge, die durch die Sünde verloren gegangen sind, dass er nicht das mit Abraham damit begonnen hat, sondern dass er das eigentlich schon von Anfang an, seit dem Sündenfall, im Auge hatte, dass so schnell als möglich all das Leid, das Elend, das durch die Sünde in diese Welt letztendlich gekommen ist, dass es schon früher beendet wird, als es letztendlich bis heute der Fall geworden ist. Wir haben ja vor Abraham noch die Zeit von der Sintflut weg. Eine lange Geschichte, die wir zwischen Abraham und der Sintflut haben. Und dann haben wir diese Geschichte vor der Sintflut. Und ich möchte heute gleich mit einem Zitat von Ellen White beginnen, und ich möchte das gleich in das Chat legen für die, die das Chat haben, füge ich das jetzt gleich hier ein, ja? Und hoffe, dass ihr das empfangen könnt. Und zwar ist es ein Zitat, das hier im Bibelkommentar, in diesem roten Bibelkommentar von Ellen White, wo man da Zitate zusammengesammelt hat aus allen ihren Schriften, wo sie zu verschiedenen
Texten im Alten Testament gewisse Aussagen gemacht hat. Und hier eine für vielleicht einige von euch schon ein bekanntes Zitat, aber wir wollen es in diesem Zusammenhang einmal genauer ansehen, ob wir auch aus diesem Zitat heraus die Idee einer verzögerten Hochzeit ableiten können, die sich nicht erst seit der Erwählung Abrahams oder seit dem Auszug aus Ägypten, wo Gott das Volk Israel zu einem besonderen Volk erwählen wollte, sondern schon vorher, schon vorher in der Zeit vor der Sintflut, ob wir nicht dort schon von einer Verzögerung sprechen können. Und diesbezüglich dieses Zitat aus dem Bibelkommentar, Seite 18, wenn jemand den roten Bibelkommentar hat und jetzt im Chat nicht mitlesen kann, dann lade ich euch ein, vielleicht, wenn ihr das zu Hause habt, diesen roten Bibelkommentar, dass ihr ihn zur Hand nehmt und dort auf Seite 18 den Text vielleicht mitlesen könnt. Und da steht hier: Hätten die Menschen mit Gott zusammengewirkt, dann hätte es keine Kainanbeter gegeben. Da kann man sich die Frage stellen, was meint hier Ellen White mit Kainanbeter? Das hat mit der Geschichte des Kains zu tun, der ja gleich ziemlich am Anfang nach der Erschaffung der Menschen seinen Bruder Abel erschlagen hat. Und wenn man die Bibel aufschlägt, dann bekommt man ja auch irgendwo so ein bisschen einen Hinweis, wann das eventuell gewesen sein könnte. Das war ja nicht Jahrhunderte nach der Erschaffung der Menschen, sondern das musste ja schon sehr bald gewesen sein. Ihr habt in 1. Mose Kapitel 4, wenn ihr 1. Mose Kapitel 4 aufschlägt, da wird uns gesagt im Vers 25 und 26, Adam erkannte abermals sein Weib und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. Das heißt, der Seth wurde geboren, nachdem Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat. Das ist hier ganz deutlich. Wie lange nachdem, wissen wir nicht. Das kann einige Jahre später gewesen sein. Aber wird nicht sehr viel später gewesen sein, ja? Wo Seth geboren wurde. Und wenn ihr in 1. Mose 5 nachschaut, da steht im Vers 6, oder Entschuldigung, im Vers 3, da steht, wie alt Adam war, als er den Seth geboren hat. Und da steht, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte seinen Sohn, einen Sohn ihm gleich und nannte Entschuldige, ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Das heißt, wenn Seth mit 130 Jahren, also im Alter von 130 Jahren von Adam geboren wurde, dann war das so 130 Jahre nach der Erschaffung der Erde, nach der Erschaffung von Adam, dem Vater hier. Dann wird der Kain den Abel etwa einige Jahre vorher nur etwa erschlagen haben. Und ab dem Zeitpunkt wissen wir, also so etwa 120, zwischen 120 und 130 Jahre, haben sich hier natürlich Adam und Eva schon wahrscheinlich auch sind ihnen auch schon andere Kinder geboren worden, obwohl wir bis zu diesem Zeitpunkt nur von Kain und Abel sprechen und dann von Seth. Aber es ist durchaus möglich, dass Adam und Eva in 120 Jahren, wo Gott ihnen ja von Anfang an die Fruchtbarkeit gegeben hat und sie erwachsene Menschen waren und sie von Anfang an gleich Kinder zeugen konnten und von Gott auch den Auftrag hatten, fruchtbar zu sein und sich zu mehren, dann ist es nicht anzunehmen, dass mit 130 Jahren Adam und Eva und Kain und Abel und jetzt mit Seth alleine waren. Das geht auch nicht, denn wir wissen, dass Kain dann in ein fremdes Land gegangen ist und weg von Eden in das Land Nod und gleich dort eine Frau mitgenommen hat. Das konnte nur eine seiner Schwestern gewesen sein, die er mitgenommen hat. Und das zeigt schon, dass auch hier schon erwachsene Schwestern da waren. Und wahrscheinlich waren dann auch andere Brüder da, aber die Bibel konzentriert sich auf diese Geschichte zwischen Kain und Abel und dann Seth, der noch namentlich erwähnt wird. Und von den anderen lesen wir nur mehr, dass Adam und Eva Söhne und Töchter zeugte im Vers 4, nachdem er 800 Jahre danach nach Seth noch gelebt hat. Ja? Das heißt,
kein Anbeter, das hat jetzt damit zu tun, dass Kain eben dann weggegangen ist von seiner Heimat, von seiner Familie in das fremde Land und dort eine Nachkommenschaft aufgebaut hat. Und in dieser Nachkommenschaft hat sich offensichtlich eine neue Anbetung gezeigt und wurde eine neue Anbetung erfunden, kann man sagen. Wahrscheinlich war nicht nur der wahrscheinlich, sondern offensichtlich war Kain ein neuer Religionsstifter auch. Und hier hat offensichtlich falsche Anbetung begonnen. Und jetzt sagt uns hier Ellen White, wenn die Menschen mit Gott zusammengewirkt hätten, hätte es kein Anbeter gegeben. Das heißt, wenn die Menschen von Anfang an einfach trotz des Sündenfalls, hier muss man ja davon ausgehen, trotz des Sündenfalls und vielleicht auch trotzdem, dass Kain den Abel erschlagen hat, hätte es kein Anbeter geben müssen. Und wenn ihr euch das ein bisschen überlegt, ist es ja unglaublich, dass gleich am Anfang schon die ersten Kinder Adams einem Bruder nachlaufen und ihn zum Idol ihrer Anbetung machen, obwohl sie wussten, dass er ihren Bruder erschlagen hat. Das zeigt ja schon, wie eigentlich unglaublich korrupt schon und in welcher Gefahr die Nachkommen Adams bereits standen, völlig den Blick für Gott zu verlieren und sich davon von einem Menschen, von ihrem eigenen Bruder so verblenden und beeinflussen zu lassen, dass sie letztendlich ihm nachgegangen sind und auch sich wahrscheinlich von ihm in eine neue Anbetung, in neue Glaubensvorstellungen führen haben lassen. Und Ellen White hat hier den Mut zu sagen, das hätte nicht sein müssen. Aber heute sagt man, ja, aber darüber nachzudenken, ob das überhaupt sinnvoll ist, nicht? Was bringt das, wenn man darüber nachdenkt? Das ist eben nicht so gewesen, ist eben so weitergegangen. Und doch ist es wert, darüber nachzudenken, weil wir es hier mit einem Faktum zu tun haben, dass wir sagen können, hier geschah etwas, was durchaus nicht dem göttlichen ursprünglichen Plan entsprochen hat, obwohl es den Sündenfall gegeben hat. Die Menschen hätten Gott anbeten können, aber nicht einen Kain. Und es heißt hier weiter, Abels Beispiel des Gehorsams wäre befolgt worden. Das heißt, das hätte von allen Nachkommen Adams hätte Abels Beispiel befolgt werden können und nicht Kains Vorbild. Die Menschen hätten den Willen Gottes getan, das wäre alles in der Möglichkeit gewesen, keine Spekulation, sondern Realität, von der wir hier reden. Sie hätten seinem Gesetz gegenüber gehorsam sein können und durch Gehorsam hätten sie Erlösung gefunden. Gott und das himmlische Universum hätten ihnen dabei geholfen, die göttliche Ähnlichkeit zurückzugewinnen. Langes Leben wäre erhalten geblieben und Gott hätte seine Freude am Werk seiner Hände gehabt. Ich denke, dieses Zitat ist hier wert, auch überlegt zu werden. Das, was Gottes Plan hier war und was auch eine reale Möglichkeit gewesen wäre. Die Menschen hätten Erlösung finden können und was anderes kann das sein, Erlösung finden bedeutet, und in Gottähnlichkeit mit Gott zu leben, ist ja heute immer noch das Ziel, das Gott für jene hat, die sich auf die Hochzeit des Lammes vorbereiten. Das heißt, wenn wir das von der Seite betrachten, dann hätten wir hier ganz deutlich einen Text, der durchaus in dieser Richtung erklärt werden kann und gesehen werden kann, dass auch hier schon vor der Sintflut so etwas wie eine Hochzeit des Lammes geschehen hätte können. Erlösung von all dem Leid, das bis dorthin war, und dieses Leid war noch kein großes Leid. Bis dorthin hat sich ja noch nicht sehr viel verändert. Keine Naturkatastrophen, die es gegeben hat, all das, was wir heute erleben, konnte es ja unmittelbar nach dem Sündenfall noch nicht gegeben haben. Ellen White schreibt uns auch in einem Text, der auch in dem Bibelkommentar steht, in diesen Zusammenhängen, dort, wo sie von der vorsintflutlichen Welt spricht, dass die Welt sich eigentlich bis zur Sintflut hin in ihrer Natur und in ihren Gegebenheiten kaum verändert hat. Das heißt, die Herrlichkeit der Natur, die noch Schöpfungsnatur war, hat sich bis zur Sintflut kaum verändert.
Denn die atmosphärischen Bedingungen vor der Sintflut waren ja absolut andere, als wir sie heute haben. Unter günstigsten Bedingungen, also von Überschwemmungen, von Tsunamis, Erdbeben und so weiter, kann hier gar keine Rede sein. Und natürlich würden wir dann sagen, ja gut, wenn die Menschen von Anfang an trotz des Sündenfalls einfach wieder mit Gott zusammengewirkt hätten, in Gehorsam geblieben wären und auf Gottes Stimme gehört hätten, dann hätten sie sich nicht angefangen, sich gegenseitig umzubringen. Dann würde so ein Text, wie es hier steht, in Kapitel 4, Vers 24, oder Vers 23 zum Beispiel stand, und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Weiber Lamechs, merket auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Achtet darauf, hier haben wir eine Eskalation innerhalb kürzester Zeit von Mord und Totschlag. Und das waren die Anbeter Kains. Das heißt, das hat sich dort abgespielt, wo die Menschen sich auf seinen menschlichen Nachkommen ausgerichtet haben und nicht mehr bereit waren, auf die Stimme Gottes zu hören. Und vielleicht Adam und Eva, die ja dort zu diesem Zeitpunkt immer noch da waren, die haben ja zu diesem Zeitpunkt immer noch gelebt, sie als ihre Glaubenseltern anzunehmen und den Weg des Glaubens zu gehen. All das, was wir also heute in höchster Form haben, Kriege, Mord, Terrorismus, Katastrophen, das hätte es zu dieser Zeit noch alles logischerweise nicht gegeben. Ein anderes Zitat, das in diesem Zusammenhang auch für manche von euch schon bekannt sein wird, aber auch hier möchte ich es einfügen. Das ist ein Zitat, das leider im Deutschen habe ich das noch nirgends gefunden übersetzt, aber im Englischen Review and Herald am 7. Dezember, 7. September 1901 hat Ellen White hier dieses Zitat verfasst und in einem Artikel, in einem Review und Herald dieses Wort verfasst. Da heißt es hier, Adam und Eva übertraten das Gesetz Gottes. Sie aßen von der verbotenen Frucht und wurden von Eden vertrieben, wie wir das aus der Bibel wissen. Wir könnten uns sehr freuen, wenn dies der einzige Sündenfall gewesen wäre. Also das ist auch eine Aussage, die heute in unseren heutigen theologischen Diskussionen praktisch überhaupt nicht vorkommen, dass man sich solche Gedanken macht. Und wir merken, Ellen White, durch Gottes Geist, durch Inspiration, hat sie kein Problem gehabt, sich darüber Gedanken zu machen, und offensichtlich ist ihr das durch den Geist der Weissagung gegeben worden, sich darüber Gedanken zu machen, was gewesen wäre, wenn die Sünde, die Adam im Paradies getan hat und Eva, wenn das die einzige Sünde gewesen wäre. Für uns heute als Christen und als Bibelgläubige manchmal auch sogar, ist ja das undenkbar, das war ja vorprogrammiert, das musste ja so kommen, das war ja unmöglich. Anders zu leben, als nur mehr zu sündigen. Aber wir merken, durch den Geist der Weissagung wird uns hier eigentlich etwas anderes nahegelegt. Ja? Und Ellen White sagt, wir könnten uns sehr freuen, wenn dies der einzige Sündenfall gewesen wäre. Doch seit dem Fall von Adam und Eva gab es in der Geschichte der Menschheit eine Aufeinanderfolge von Sündenfällen. Ich habe an anderen Stellen schon über dieses Thema auch gesprochen und habe da eine ganze Serie von Themen daraus gemacht. Was wir in dieser Serie von Sündenfällen darunter zu verstehen haben. Aber wir wissen, das alles war eigentlich nicht im Gottesplan. Und diejenigen, die jetzt vielleicht den Bibelkommentar zur Verfügung haben, gleich noch eine Aussage aus dem Bibelkommentar von Ellen White auf Seite 11. Ja, alles Aussagen, die in diese Richtung gehen und die ich heute in dem Zusammenhang interpretieren möchte, im Zusammenhang mit der Hochzeit des Lammes. Das heißt, wenn das alles stimmt und wenn das gerechtfertigt ist, sich solche Gedanken zu machen, dann müssen wir nach jedem solcher Aussagen eigentlich zu dem Schluss kommen, dann hätte die Hochzeit des Lammes längst vor der Sintflut schon stattfinden können.
Ellen White sagt hier im Bibelkommentar auf Seite 11 an einer Stelle, seit Adams Tagen bis zu unseren Tagen gab es eine Reihenfolge von Sündenfällen, jeder größer als der vorherige. Das heißt, der Mensch hat sich immer wieder neue Gesetzesübertretungen einfallen lassen, neue Gräueltaten einfallen lassen, die die Welt in immer größeres Unheil gestürzt haben. Unter den Anbetern Kains. Wir sind hier vor der Sintflut zunächst einmal unter den Anbetern Kains. Aber denen gegenüber standen ja andere Anbeter, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden, wo wir sagen müssen, ja, warum haben die einen so können und die anderen nicht? Wer hat sie denn gezwungen, so zu leben oder so zu leben? Das war eine freie Entscheidung, wie wir wissen. Ja? Das Zitat geht weiter. Wenn sie sagt, die Reihenfolge von Sündenfällen, dann heißt es hier, hierzu gehören alle Arten von Verbrechen, die es in der Geschichte vor der Sintflut gegeben hat und auch in der Geschichte jetzt nach der Sintflut bis in unsere heutige Zeit. Dies war nicht in Gottes Vorhersehung bestimmt, sondern ist seinem Willen gänzlich entgegen. Manchmal wird ja die biblische Geschichte so dargestellt und die biblische Prophetie, dass man sagt, ja, diese Dinge waren ja alle von Gott vorhergesagt. Sie waren ja alle prophezeit und die mussten ja kommen. Gott hat das vorhergesehen und deshalb hat er das vorausgesagt. Und wenn er es vorhergesagt hat, dann musste das ja so kommen. Und ihr merkt schon, wir haben uns auch darüber schon verschiedentlich unterhalten. Hier müssen wir mit diesem verkehrten Denken, dass Gott, wenn er etwas vorhersieht, dass das gleichzeitig eine Vorherbestimmung ist und dass das so kommen muss, ein völlig unbiblischer Gedanke ist. Und den wollen wir auch heute über dieses Thema weiter verfolgen. Das heißt, hier wird ganz deutlich gesagt, das war nie in Gottes Plan. Es war auch nicht in seiner Vorhersehung so bestimmt. Gott hat es zwar vorhergesehen, dass es so kommen wird, hat aber alles getan und hat gewarnt davor, dass es ja nicht so kommt. Und wir wissen, es gab immer zwei Gruppen von Menschen. Auch vor der Sintflut gab es zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die eben das taten, was diese Gräueltaten, diese Verbrechen verhindern hätte können, und die anderen, die eben dazu beigetragen haben und die diese Verbrechen dann einfach verwirklicht haben und getan haben. Ja? Aber all das sind eigentlich Gedanken, die wir in Zusammenhang bringen müssen, wenn jetzt hier dieser Weg des Gehorsams beschritten worden wäre, der Weg des Vertrauens zu Gott, ja, der Weg der Verbindung, des Wandelns mit Gott, wie das beim Henoch war, der ja vor der Sintflut gelebt hat, dann müssten wir uns die Frage stellen, ja, hätte es dann schon für Menschen zur Hochzeit des Lammes kommen können, das heißt zu einer ewigen Gemeinschaft mit Gott? Und ich denke, Henoch selbst ist ja geradezu das Beispiel. Und ich würde jetzt einfach euch die Frage vorlegen, meint ihr, seid ihr der Überzeugung oder wie denkt ihr darüber, wäre es verkehrt zu sagen, dass Henoch eigentlich diese Hochzeit des Lammes für sich individuell eigentlich schon damals vor der Sintflut erleben konnte? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, wenn Henoch, die Bibel sagt uns ja, dass Henoch entrückt worden ist. Ja, weil er mit Gott wandelte, nachdem er seinen Sohn gezeugt hatte. Wir lesen das ja hier in 1. Mose Kapitel 5, Vers 22. Und Henoch wandelte mit Gott und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Vers 24, weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Ja, da muss man sich doch hier die Frage stellen, wenn Gott einen gläubigen Menschen entrücken konnte aus dieser Welt heraus und ihn praktisch in den Himmel entrückt und ihn dort praktisch in diese himmlische Gemeinschaft einbindet, kann man dann von einer Hochzeit des Lammes sprechen, dass er praktisch jetzt hier schon, dieser Henoch hier, erlebt hat und dass auch viele andere diese Hochzeit erleben hätten können, wenn nicht alle, wenn sie willig gewesen wären, einen Weg zu gehen, wie Gott es mit ihnen vorgehabt hätte. Und wir wissen natürlich, es werden auch am Schluss nicht alle Menschen bei der Hochzeit des Lammes sein, es werden auch nur Auserwählte sein und der Rest wird leider eben in die Vernichtung gehen.
Und vielleicht wäre das immer so gewesen, dass logischerweise, wenn solange Menschen den Weg des Ungehorsams gehen, können sie nicht in die himmlische Gemeinschaft aufgenommen werden oder in diese Hochzeit des Lammes eingeschlossen werden. Können wir uns vorstellen, welche Freude der Himmel damals empfunden haben musste, als Henoch, einer, der in dieser finsteren Welt gelebt hat, in einer furchtbaren, verbrecherischen Welt schon gelebt hat, dass er doch hier einen vollkommenen Lebenswandel geführt hat und dann aufgenommen wurde in den Himmel und die Engel haben kein Problem gehabt, einen solchen sündigen Menschen dort aufzunehmen und ihm mit einzubeziehen in diese himmlischen Mahlzeiten. Lasst es mich einfach so sagen. Denn Henoch wurde dort in die himmlischen Mahlzeiten logischerweise mit eingeladen. Ja? Das Abendmahl des Lammes, auf das wir heute noch warten, und von dem hat Hiob sicherlich schon einen Vorgeschmack. Und der wird dann, wenn es zu dieser endgültigen Hochzeit kommt, sicherlich auch erst recht mit dabei sein. Darauf können wir uns freuen und wir werden uns dann im Himmel, wenn uns der liebe Gott die Gnade schenkt, dabei zu sein, von Henoch erzählen lassen, wie er das bisher erlebt hat dort oben und als er hinauf entrückt worden ist. Die Frage stellt sich, ob diese Hochzeit auch für andere Menschen nur deshalb nicht stattfinden hätte können oder hat können, weil eben vielleicht Jesus das erste Mal noch nicht in diese Welt gekommen ist. Und solche Ideen gibt es ja, dass man sagt, ja, zuerst hätte ja müssen Jesus kommen, um hier noch die Erlösung zu vollziehen, um vielleicht das zu erfüllen, was in Jesaja 53 zum Beispiel vom leidenden Messias zum Ausdruck gebracht wird. Und ich denke, diese Gedanken gehören hier auch herein, wo wir uns immer wieder die Frage stellen müssen, ja, war das wirklich der göttliche Plan? Ist nicht auch das ein Verbrechen der Menschheit gewesen, was man mit Jesus getan hat? Ihn als Sohn Gottes letztendlich, der auf diese Erde kam, um die Menschen zur Hochzeit zu laden, ihn ans Kreuz zu schlagen? Gehört das nicht auch zu einem dieser Verbrechen, von dem hier Ellen White sagte, dass es nicht in Gottes Vorherbestimmung lag, sondern seinem Willen gänzlich entgegenstand? Ich glaube, wenn wir all das, was wir bisher schon gehört haben und die Texte im Alten Testament richtig lesen und solche Aussagen auch, die wir jetzt hier haben, überlegen, dann passt das wohl nicht mehr hinein. Ja? Ein weiteres Zitat, wo Ellen White auch hier den Gedanken vermittelt, wenn wir das jetzt einfach logisch weiterdenken, wenn die Menschen also vor der Sintflut schon diesen Weg nicht der Anbeter Kains gegangen wären, sondern den Weg des Abels, den Weg des Gehorsams, dann gibt es in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, auf der Seite 293 ein Zitat, auch wieder sein Was wäre gewesen, wenn Zitat, mit dem viele leider in unseren heutigen Gemeinden nichts anfangen können. Und doch möchte ich hier aufmerksam machen, wie durch den Geist der Weissagung diese Fragestellung doch erlaubt ist, sie hinzustellen. Da sagt sie hier, wenn die Menschen, die vor der Sintflut lebten, dem Wort Gottes gehorcht hätten, und da ist immer der Sündenfall vorausgegangen, also Ellen White spricht hier immer trotz des Sündenfalls, ja, der stattgefunden hat im Paradies, außerhalb des Paradieses. Also wenn diese Menschen, die vor der Sintflut lebten, dem Wort Gottes gehorcht hätten, wären auch sie bewahrt worden und nicht in den Wassern der Flut umgekommen. Das heißt, die Sintflut hätte überhaupt gar nicht stattfinden müssen. Die Menschheit hätte überhaupt bewahrt werden können. Wo steht, dass Gott gezwungen war, die Sintflut zuerst in diese Welt zu senden und die Welt schon einmal so quasi in die vollkommene Vernichtung zu führen, bevor er ihnen eine Hochzeit, praktisch eine ewige Gemeinschaft, eine ewige Erlösung ermöglichen hätte können? Das wäre alles absurd, so zu denken. Deshalb die Frage, die wir das letzte Mal gestellt haben, nicht erst in der Zeit Israels, können wir jetzt einmal zusammenfassen, zu sagen, anhand dieser Texte, hätte praktisch das Reich Gottes
das messianische Reich in diesem Sinne schon aufgerichtet werden können, sondern wir kommen jetzt zu dem Schluss, dass das eigentlich schon auch in der Zeit vor der Sintflut und dann auch in der Zeit unmittelbar, also vor der Berufung Abrahams hätte sein können. Und diesbezüglich möchte ich euch jetzt noch einmal auf dieses Buch von John Bolin aufmerksam machen, Das Ende der Welt, was die Bibel tatsächlich darüber sagt. Wenn ihr das Buch jetzt bei der Hand habt, dann möchte ich euch hier auf einige Aussagen aufmerksam machen, die ich jetzt über diesen Weg noch nicht so angesprochen habe. Aber auch John Bolin, ne, geht hier in diesem Buch etwas diesen Weg, obwohl er jetzt diese Zeit vor der Sintflut noch nicht so konkret anspricht, wie ich das jetzt versucht habe zu tun. Aber immerhin der Gedanke, den er hier nach der Sintflut oder der Gedanke, den er hier mit Noah in Verbindung bringt, erlaubt es uns auch die Frage zu stellen, na, was wäre denn gewesen, wenn eben schon vorher ein ähnliches Konzept überlegt werden würde, ja? Wenn ihr das Buch habt, dann schlagt auf der Seite 48, ja, in diesem Buch von John Bolin. Und da spricht er hier von dem Bund, den Gott mit Noah eingegangen ist, im untersten Abschnitt. Da heißt es, auch als Gott seinen Bund mit Noah und dessen Söhnen aufrichtete, das war jetzt schon der Bund vor der Sintflut, ja, und dann vor allen Dingen der Bund nach der Sintflut. Erinnert euch, Gott hatte einen Bund vor der Sintflut, ist er mit dem Noah eingegangen. In Kapitel 6 in der Bibel steht da drinnen, dass er sie retten wollte, nicht mit seinen Söhnen und mit den Frauen ihrer Söhne. Und hier geht Bolin gar nicht so sehr auf diesen Bund ein, den Gott schon vor der Sintflut mit Noah geschlossen hat, sondern nachher. Auch als Gott seinen Bund mit Noah und dessen Söhnen aufrichtet, also in 1. Mose 9, 8 bis 10, benutzt er die Formulierung wie bei der Schöpfung. Seid fruchtbar und vermehret euch und füllet die Erde. Das heißt, genau der gleiche Auftrag, die gleiche Situation. Die Welt war von Sündern befreit. Noah war der Einzige mit seiner Familie übrig geblieben. Und jetzt sollte das Ganze von neuem beginnen. Mit dem Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, so wie damals im Paradies Adam und Eva den Auftrag hatten. Und dann geht er weiter und sagt hier, er gab ihnen auch erneut einen Ernährungsplan. Ist ja auch interessant, ja. Ihr dürft jetzt, von jetzt an Fleisch essen. Nicht nur Pflanzenkost, alle Tiere gebe ich euch als Nahrung. Und da könnte man meinen, na, da hat Gott wirklich, wenn man den Text liest, der stand so wortwörtlich da, alle Tiere als Nahrung. Aber wir wissen, Noah hat schon gewusst, zwischen rein und unrein zu unterscheiden, bevor dieses Gebot kam. Und das müssen wir auch so verstehen, dass auch nach der Sintflut diese Unterscheidung zwischen rein und unrein, als Gott den Auftrag gegeben hat oder die Erlaubnis gegeben hat, auch das Fleisch zu essen, dass diese Unterscheidung natürlich dann auch weiter gegolten hat. Ja? Jetzt, John Bolin geht weiter und sagt, die quasi Neuschöpfung, er spricht hier von einer Neuschöpfung der Erde, wurde durch Gottes Verheißung vor einer nochmaligen Vernichtung durch eine Flut geschützt. Das heißt, Gott hat hier ganz deutlich gesagt, dass keine Flut mehr kommen wird, es soll auch nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Das heißt, die Jahreszeitenrhythmen sollen weitergehen und die Erde sollte ein fruchtbares Land werden. Keine Spur mehr von einem Fluch sollte mehr kommen. Und wir wissen, auch diese Verheißung hat sich ja nicht wirklich erfüllt. Ich glaube, wenn wir die Verheißung an Noah lesen, dass kein Fluch mehr über die Erde kommen sollte, dann betraf das sicher nicht nur, dass keine Sintflut mehr kommen sollte, sondern Gott wollte natürlich in dieser neuen Welt einen Neuanfang machen mit neuen Gläubigen, die aus der vergangenen Geschichte lernen sollten, wohin dieser Ungehorsam die Welt vor der Sintflut geführt hat. Und wenn die Menschen gehorsam gewesen wären, auch nach der Sintflut, die Nachkommen Noahs jetzt, dann wäre es ja absurd zu glauben, dass dann trotzdem große Katastrophen gekommen wären, Dürrezeiten, Stürme und Hungersnöte und Kriege wieder, dass das Ganze wieder von neuem beginnt. Gott hat ja später den Israeliten verheißen, etwa 1000 Jahre nach der Sintflut, hat er ihnen noch immer verheißen, dass sie von all dem bewahrt sein würden, wenn sie der Stimme Gottes gehorchen. Das Land würde fruchtbar sein. Es würde keine Dürre, keine Trockenheit, keine Hungersnot und nichts sein.
Und so müssten wir auch diese Verheißung an Noah, die Gott ihm gegeben hat, wo er einen Bund geschlossen hat, auch in diesem Sinne verstehen. John Bolin geht dann weiter auf der Seite 49 und sagt: Wie also verstand Noah das Ende seiner Welt? Gott machte ihm deutlich, dass es wegen des totalen Verfalls von Moral und Sitte in seiner Zeit nötig geworden war, und benutzte die Flut, um die geschaffene Umwelt zu zerstören und mit den Gerechten übrigen in 1. Mose 6, 9 und 7,1 einen Neuanfang in einer neuen Umwelt zu machen. In der Sintflutgeschichte bedeutete das Ende der damaligen Welt die Zerstörung der Umwelt auf unserem Planeten und ihre anschließende Wiederherstellung als Wohnort der gerechten Übrigen. Im Grunde genommen ein ähnliches Konzept, wie es ja am Ende der Zeit wieder sein wird. Die Errettung der Übrigen, aber gleichzeitig die Zerstörung all dessen, was sich gegen Gott gerichtet hat, und dann natürlich dann auch am Ende der Zeit die Zerstörung der Umwelt, die durch die Sünde verdorben worden ist. Und da haben wir eine absolute Parallele, ja, mit dem Ende, wie es einmal sein wird. Aber hier war es zunächst einmal zu einem ersten Ende gekommen. Und das sollte jetzt der Wohnort für die gerechten Übrigen sein. Und jetzt ist es logischerweise notwendig, dass wir uns die Frage stellen: Wie ist denn jetzt wie hat denn dieser Neuanfang mit diesen gerechten Übrigen jetzt funktioniert? Bolin schreibt: Durch die Flut machte die alte Welt einer neuen Welt Platz. Nach der Flut gab es wieder ein funktionierendes Ökosystem. Wie schnell hat die Natur sich wieder erholt, dass dann wieder alles, die Vegetation wieder da war. Natürlich nicht mehr in der Form, wie es ursprünglich war. Und Gottes Bund mit den Menschen wurde erneuert. Und jetzt achtet auf diesen Satz, den John Bolin hier wagt hineinzuschreiben. Er sagt: Noah wurde für die neue Welt ein zweiter Adam. Und da muss man sich fragen, wie kommt hier ein Theologe dazu, einen Noah als zweiten Adam zu bezeichnen? Wir kennen ja normalerweise aus der Bibel nur einen einzigen zweiten Adam, und das ist Jesus Christus als zweiter Adam. Davon ist im Neuen Testament die Rede, und wir haben einen Text im Neuen Testament, und ich bitte euch, den aufzuschlagen. Da steht, es ist zwar in der christlichen Theologie sehr, sehr üblich, dass man vom zweiten Adam spricht und Jesus damit meint, und natürlich für die meisten gibt es nur diesen einen zweiten Adam, und das ist Jesus. Aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass das Wort zweiter Adam in dem Sinn gar nicht so konkret in der Bibel steht. Dort, auf die Stelle, worauf man sich da bezieht, ja, steht in 1. Korinther 15, Vers 45, und da heißt es hier, 1. Korinther 15, Vers 45, wie geschrieben steht: Der erste Mensch Adam war zu einer lebendigen Seele, und der letzte Adam zu einem Geist, der lebendig macht. Hier lest ihr nichts, in meiner Übersetzung steht da nichts von einem zweiten Adam, sondern von einem letzten Adam, von einem ersten Adam, der erste Mensch, der erste Adam, und dann der letzte Adam. Und es ist für mich ein Unterschied, ob ich von einem letzten Adam spreche, oder ob die Bibel von einem letzten Adam spricht, oder von einem ersten Adam oder von einem zweiten Adam dann spricht. Also, wenn es einen letzten Adam gibt, dann muss man fragen: Ja, gibt es da noch einen zweiten, einen dritten, einen vierten Adam? Und irgendwann ist einmal der letzte Adam. Könnte das irgendwo ein Hinweis sein, dass Paulus diesen Gedanken auch irgendwo in seinem Denken hatte, dass Jesus nicht unbedingt der zweite Adam ist, sondern dass es vor ihm etwas gab, was man schon als zweiter, dritter Adam bezeichnen konnte, und Jesus dann der Letzte geworden ist aus irgendwelchen bestimmten Umständen. Jedenfalls, ich war ja bei John Bolin in seinem Unterricht in Amerika, und dieses Konzept hatte er damals schon im Unterricht mit drinnen gehabt, und so weiß ich auch, dass er hier dieses Konzept tatsächlich hatte,
dass, wenn ihr dieses Buch hier lest, dann werdet ihr merken, dass hier jedes Mal, wenn Gott in der Geschichte irgendwo einen Neuanfang gemacht hat, dass er diesen Neuanfang im Sinne eines zweiten Adam-Konzeptes deutet. Und er ist damit nicht der Einzige. Also ein zweiter Professor, Dr. Davidson auf der Andrews-Universität, der hat das ebenfalls, dieses Konzept vom zweiten Adam. Und das ist bei uns hier in Europa oder bei uns in Österreich auf alle Fälle, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, jedenfalls im deutschen Sprachraum, bin ich diesen Gedanken von einem zweiten Adam außerhalb der Jesus, zum Beispiel ein zweiter Adam hier, dass Noah ein zweiter Adam sei, dem bin ich überhaupt noch nie begegnet. Ja? Aber das ist hier ein theologisches Konzept, das eben mit dem zu tun hat, dass Gott hier schon früher eine Welt wiederherstellen wollte, wie die durch die Sünde irgendwo in Zerstörung geraten ist. Lesen wir weiter in diesem Text bei John Bolin, in diesem Buch auf Seite 49. Da kommt jetzt ein anderer zweiter Adam, den er zwar jetzt nicht wörtlich so nennt, aber ihn in Verbindung bringt mit Noah. Und zwar heißt es hier im zweiten Abschnitt mit der Überschrift Abrahams Segen und das Ende der Welt, wo es jetzt zur Berufung Abrahams kommt. Und da sagt John Bolin, ähnlich wie der erste Adam durch das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis versagte, versagte auch der neue Adam, da jetzt in dem Fall immer noch Noah. Durch den Genuss der vergorenen Frucht des Schweinstocks, ja, siehe 1. Mose 29, 21 und so weiter, dort bringt er den Hinweis, dass auch der Noah versagt hat durch eine vergorene Frucht, dass er da plötzlich Wein getrunken hat und sich da angetrunken hat und in seinem Rausch dann irgendwo nackt da drinnen gewesen ist. Also irgendwo bringt John Bolin diese Handlung in Verbindung mit dem, was Adam getan hat. Ob man das wirklich so tun kann, ist eine andere Frage, aber immerhin ein interessanter Gedanke, den er hier entwickelt. Dann heißt es hier jedenfalls die Folgen dieses zweiten Adams, dieses Noah und seiner Söhne, spricht er jetzt an und sagt, die Sünden Noahs und seiner Söhne, 1. Mose 9, 22, 27, führten die Bewohner der Erde erneut in einen moralischen Niedergang. Und ich denke, da ist die Bibel klar, wir können ja gleich in den Nachkommen von Noah, können wir gleich sehen, da musste sofort in kürzester Zeit unter den Söhnen Noahs und ihren Nachkommen eine große Rebellion gegen Gott wieder stattgefunden haben und ein großer Irrweg wieder beschritten worden sein. Denn der Beweis dafür, den führt auch John Bolin hier an, das Ergebnis war der Turm zu Babel. Und in der Geschichte von Turm zu Babel erleben wir ganz deutlich eine klare Rebellion, die sich gegen Gott gerichtet hat. Jetzt nach diesem zweiten Adam, den Gott erwählt hat, durch den er etwas Neues wiederherstellen wollte, das durch die Sünde verloren gegangen ist. Und wir merken, offensichtlich misslungen. Aus diesem zweiten Adam. Dieser zweite Adam fiel ebenfalls in Sünde und seine Söhne mit ihm. Und wir wissen nicht, was aus Noah letztendlich geworden ist. Ob wir den Noah im Himmel sehen werden, das wissen wir nicht. Niemand kann das heute sagen. Das wird uns der Himmel offenbaren. Tatsache aber ist, dass es zu einem großen Abfall gekommen ist und dass damit, und ich möchte es jetzt bewusst jetzt sagen, offensichtlich es auch zu einer Verzögerung der Hochzeit kam. Einer Verzögerung dessen, was Gott machen wollte, der Wiederherstellung des ursprünglich verloren gegangenen Paradieses. Und in diese Zeit kam dann Abraham hinein. Und auf der Seite 50 in diesem Buch von John Bolin lese ich jetzt weiter, ganz unten auf der linken Seite. Gott gab Abraham drei Verheißungen. Er sollte Land erhalten, zu einem großen Volk werden und ein Segen sein. Diese drei Verheißungen. Eigenes Land soll er bekommen, ein großes Volk soll er werden und ein Segen für die ganze Welt, für die ganzen Völker. Gott wollte nicht nur Abrahams Nachkommen segnen, sondern durch ihn auch alle Völker der Erde. Also ihr merkt hier, John Bolin, der baut hier ganz deutlich ein Konzept auf, was jetzt also nach dem Sündenfall gleich über Abel nicht möglich war, auch über Henoch nicht möglich war, auch über Noah nicht möglich war, vor der Sintflut schon und auch nach der Sintflut nicht möglich war, das sollte jetzt durch Abraham ermöglicht werden. Das heißt, Gott hat diesen Bund jetzt
wieder mit Abraham geschlossen. Immer der gleiche Bund, immer das gleiche Ziel mit diesem Bund, dass er zur Hochzeit des Lammes ladet, zur Wiederherstellung des verloren gegangenen Paradieses. Und das sagt auch hier in dem Zusammenhang auf Seite 51, bezieht sich das auf die in Kapitel 10 erwähnten Völker und auf die zerstreuten Erbauer des Turms von Babel. Das heißt, Abrahams Nachkommen sollten jetzt für die Völker, die durch die Sprachen verwirrt, durch diese Geschichte vom Turm zu Babel gegangen sind und durch diese Sprachenverwirrung über die ganze Welt zerstreut wurden, und Abraham war ja auch ein Nachkomme nach dieser Sprachenverwirrung, er war einer der Übrigen, der noch in dieser Zeit den wahren Glauben an Gott behalten hat. Hiob war einer der vor ihm, da haben wir auch schon darüber gesprochen, wenn man den Hiob einordnet, da kommt man drauf, dass der Hiob eigentlich schon in der Zeit vor Abraham gelebt hat und auch einer der war, der noch ein gläubiger Nachkomme war. Aber wir merken, auch seine Freunde waren grundsätzlich gläubig. Aber da ging schon sehr vieles in eine verkehrte Richtung, denn die hatten schon eine Gottesvorstellung, die mit dem wahren Gott eigentlich wenig zu tun hatte. Jedenfalls, Gott hatte durch Abraham wieder einen Plan. Und da steht hier in diesem Abschnitt hier, im ersten Abschnitt, am Ende des ersten Abschnittes hier, heißt es, durch Abraham wollte Gott die verloren gegangene Beziehung und seinen Bund mit allen Völkern der Erde wiederherstellen. Ein ganz deutliches Plankonzept hier, ein Plan-A-Konzept, nicht, wie ich das nennen würde, das Gott mit Abraham hatte, dass er die verloren gegangene Gottesbeziehung, die unter den Völkern nach dem Turm zu Babel zustande gekommen ist, durch den Glauben und durch den Einfluss Abrahams und seiner Nachkommen wiederherstellen wollte. Und das war ein realer Plan, das ist ja nicht ein Fiktionsplan, eine Science-Fiction-Theologie, die John Bonin hier macht, sondern ich denke, jeder, der hier vernünftig nachdenkt, wird drauf kommen, das ist eindeutig ein Konzept, das durchaus der Realität entsprach. Und dann heißt es hier weiter, die weltweite Geltung der Verheißungen an ihn wird doch deutlicher, wenn wir erkennen, die Abraham gegebenen Verheißungen zielen darauf ab, den Schaden wieder gut zu machen, der beim Sündenfall entstanden ist. Das heißt, Gott wollte nicht erst durch Jesus, der dann als der letzte Adam kam, den Schaden wieder gut machen, der durch den Sündenfall verloren gegangen ist oder entstanden ist, sondern nach diesem Konzept hier sollte dieser Schaden durch Abraham und seine Nachkommen wieder gut gemacht werden. Ein Gedanke, der heute in unserer Theologie zum Großteil völlig fremd ist, aber hier müsste man, wenn man Probleme hat damit, müsste man mit seinem Theologen auch einmal ins Gespräch kommen und fragen, wie er das gemeint hat. Aber in diesem Buch gibt er eigentlich sehr deutliche Hinweise, wie er das aufbaut und dieses Konzept. Und es wäre gut, wenn wir da auch auf höherer theologischer Ebene ins Gespräch kämen über diese Gedanken in diesem Buch. Ich lese weiter. Da heißt es auf Seite 51 immer noch, wegen Adams Ungehorsam wurde der Erdboden verflucht. Er brachte nun auch Dornen hervor und ließ sich nur unter Mühen bebauen. Für Abraham und seine Nachkommen wollte Gott in Kanaan die frühere Fruchtbarkeit des Landes wiederherstellen. Das heißt, paradiesische Zustände sollten wiederhergestellt werden. Nach dem Sündenfall waren Geburten mit Schmerz verbunden, aber für Abraham und seine Nachkommen würde es wieder ein Segen sein, Kinder zu bekommen. Adam und Eva wurden aus dem Garten vertrieben und waren fortan von Gott getrennt. Aber durch Abraham sollte die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden. Merkt ihr, er spricht hier überhaupt nicht von Jesus, von dem zukünftigen Messias, sondern er spricht hier davon, dass Gott hier einen Mann erwählt hat, durch den er die Beziehung wiederherstellen wollte und das verloren gegangene wiederherstellen wollte. Das heißt, wir haben es hier eigentlich in dem Fall mit einem dritten Adam zu tun, mit einem dritten Neubeginn, der Noah und dann Abraham. Und dann heißt es hier auch auf der Seite 52, in der Geschichte vom Turm in Babel ist Abraham der gerechte Übrige. Auch wenn dieser Begriff nicht benutzt wurde, vergleiche 1. Mose 26,5, durch den Gott eine Neuschöpfung verwirklichen wollte.
Das heißt, auch wenn nicht von Abraham ausdrücklich gesagt wurde, dass er der gerechte Übrige ist, so war er doch einer, der übrig geblieben ist aus dieser ganzen zerstreuten Völkerwelt, durch den Gott eine Neuschöpfung verwirklichen wollte. Das sagt Pauline hier. Dem negativen Element des Gerichts in Form der Zerstreuung der Völker durch die Sprachenverwirrung steht das positive Element in dem Segen gegenüber, den er allen Völkern durch Abraham und dessen Nachkommen vermitteln wollte. Drei Verheißungen Gottes an Abraham machten nicht nur den durch den Sündenfall entstandenen Schaden wieder gut, sondern geben auch einen Überblick über Gottes Plan, wie er die Welt ursprünglich erlösen wollte. Das heißt, hier ist ganz deutlich von einem ursprünglichen Erlösungsplan die Rede. Ich habe in der letzten Zeit mit einigen ehemaligen Kollegen darüber gesprochen und habe sie aufmerksam gemacht. Ich habe gemerkt, dass man generell ein großes Problem hat mit dieser Idee, dass man hier von einem ursprünglichen Erlösungsplan spricht, den Gott hier mit Noah, mit Abraham verfolgt hat. Und hier in diesem Buch geht es ja dann weiter, und das haben wir in vorherigen Sendungen schon betrachtet, geht ja das mit Israel weiter. Ja. Noch ein Gedanke auf Seite 52, unten, ganz unten. Wie hat Abraham die Entwicklung bis zum Weltende gesehen? Gottes drei Verheißungen an ihn machen das deutlich. Sie waren Gottes Plan, die Flüche und die Folgen des Sündenfalls aufzuheben. Der Garten Eden sollte wiederhergestellt werden. Und wenn die Nachkommen Abrahams treu sein würden, sollte das Land Kanaan der neue Garten Eden werden. Das ist ein eindeutiges Konzept, das wir hier haben. Und ich persönlich finde nichts, was ich dem entgegenhalten kann. Das ist für mich absolut biblisch und entspricht auch dem, was wir in unserem letzten Thema schon gesagt haben. Die Verheißungen in Jesaja 11 und in Jesaja 65 und so weiter gehen ja alle auf das hin, ja, dass Gott hier ursprünglich das tatsächlich machen wollte. Durch sie, also durch diese Nachkommen Abraham, sollte nach und nach die ganze Menschheit wieder in eine Beziehung zu Gott gewinnen. Am Ende würde auf der ganzen Erde das wiederhergestellt sein, was am Anfang verloren gegangen war. Und so könnt ihr das in diesem Buch weiterlesen. Das entspricht ganz deutlich einem Wiederherstellungskonzept. Und auf der Seite 54 unten, das habe ich in einer früheren Sendung schon einmal dargelegt, auch da steht dann noch: In 2. Mose 4,22 nannte Gott Israel seinen erstgeborenen Sohn. Aber wer war wirklich Gottes erstgeborener Sohn? Doch Adam. Ähnlich wie Noah war nun das Volk Israel zu einem zweiten Adam geworden. Eine sehr interessante Aussage. Noah ein zweiter Adam, Abraham ein dritter Abraham, aber in dem Fall der zweite Adam. Und jetzt hier Israel in einer dritten Phase, ein dritter Neubeginn, als Gott sie aus Ägypten herausholt, wird Israel zum zweiten Adam. Ihm wurde wie Adam die Herrschaft über die Erde verheißen. Und da könnt ihr alle Texte lesen, sind ja auch einige angegeben hier, wo wir im Alten Testament lesen können. Israel sollte tatsächlich die Herrschaft über die ganzen Völker gegeben werden. Sie sollten ein Vorbild sein, das alles in diesem Konzept. Dann ein abschließendes Zitat noch aus diesem Buch auf der Seite 55, da sagt John Bolin: Der Auszug wird als eine Art Neuschöpfung dargestellt, die den Fluch, der durch Adams Sünde verursacht wurde, rückgängig machen würde. Alles, was Gott durch Adam tun wollte, sollte jetzt durch das Volk Israel geschehen. Meine lieben Freunde, für mich ist dieses Buch enthält für mich Gedanken, die ich in unserer europäischen Umgebung, in unserer deutschsprachigen Theologie so noch nirgends begegnet bin und noch nirgends gehört habe. Obwohl wir das ganz deutlich in der Bibel eigentlich so finden können. Und ich möchte euch daran erinnern, dass wir auch nach der Sintflut jetzt einen Mann haben, der ebenfalls in Sünde gelebt hat und ebenfalls schon zur Hochzeit des Lammes in den Himmel im Voraus entrückt worden ist, obwohl er gestorben ist. Und ihr erinnert euch jetzt an Mose. Das heißt, Mose war einer dieser Übrigen, die aus der Nachkommenschaft Abrahams gekommen sind. Und als Vorbild dafür, was Gott eigentlich bereit war, mit allen Menschen zu tun, auch wenn sie schon gestorben sind, hat er Mose auferweckt und hat ihn in den Himmel genommen, um damit der Welt und vor allem dem Volk Israel vielleicht ein besonderes Zeichen zu setzen,
dass Gott auch Tote auferwecken kann und dass er Menschen in den Himmel nehmen kann. Obwohl wir nicht wissen, wie weit Israel davon Bescheid wusste. Aber wir wissen eines, im Alten Testament, dass Mose auf einen Berg gegangen ist und die Beerdigung des Mose wird geschildert. Da war ja, der wurde nicht von Menschen beerdigt, sondern Gott hat ihn begraben. Ja? Und interessant ist, das letzte Buch Mose weiß darüber Bescheid. Also wir wissen nicht, wie weit jetzt Israel von dieser Auferstehung des Mose erfahren hat. Es steht im Alten Testament nirgends drinnen, aber es ist schon bemerkenswert, dass im Neuen Testament, im Buch Juda, eine Stelle zu finden ist, wo man wusste, dass es hier zu einer Auferweckung des Mose gekommen ist und dass es vorher da einen gewissen Streit mit Luzifer gegeben hat. In Judas Kapitel 9, oder nicht im Kapitel 9, sondern im Vers 9, da heißt es, Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete über den Leichnam des Mose, hat nicht gewagt, gegen ihn ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Ja? Hier steht auch nicht, dass Mose auferweckt worden ist, aber dass es einen Streit gab um seinen Leichnam. Und diesen Streit musste es im Alten Testament schon gegeben haben, denn Mose war bereits auferweckt als Jesus, bevor Jesus auf diese Erde kam. Da, als Jesus auf dieser Erde wandelte, da ist er Mose auf dem Berg der Verklärung erschienen und mit Elia zusammen. Und da haben wir wieder eine zweite Person, die später, also zur Zeit der Könige, auch lebendig entrückt wurde und ebenfalls zur Hochzeit des Lammes schon vorausgegangen ist. Mose und Elia und Henoch, nicht? Henoch war also ein Beispiel, dass die Hochzeit schon längst bereit war im Himmel, dass der Himmel bereit war, Menschen aufzunehmen, zu dieser Zeit schon. Bei Mose ein weiterer Beweis und dann zur Zeit Elias ein weiterer Beweis, dass eigentlich die Hochzeit bereit war. Das, was Jesus also in diesem Gleichnis im Nachhinein erzählt hat, als er hier auf Erden war, das können wir mit dieser Geschichte, glaube ich, alles in guter Verbindung bringen und in Übereinstimmung bringen. Dass Gott schon längst diese Welt und Menschen von all diesem Leid erlösen wollte. Schlagen wir jetzt diesbezüglich noch einen ganz konkreten Bibeltext auf, und zwar Jesaja 63. Ein sehr interessanter Text, der das jetzt auch biblisch noch begründet. Und zwar Jesaja 63, da lesen wir hier in einem interessanten Zusammenhang, vielleicht ab Vers 1, lesen wir Jesaja 63 ab Vers 1. Wer ist der, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bosra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einherschreitet in seiner großen Kraft? Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. Also ein gerechter und mächtiger, helfender Gott, der hier spricht. Warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Keltertreters? Ich trat die Kälte allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Offensichtlich Gott, der hier spricht. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Da muss man sich fragen, was ist das für ein Bild? Gott als der Gerechte schreitet einher und richtet die Völker und ihr Blut spritzt auf sein Gewand. Für mich bedeutet das, dass Gott hier dargestellt wird als jemand, auf dem Blutschuld ruht, der durch Blutschuld gezeichnet ist, der sich vielleicht Schuld aufgeladen hat oder eben einfach von Menschen so gesehen wird, als wäre er schuldig am Blut von Menschen, die da zerstört werden, die da vernichtet werden. Ist das nicht genau das, was Menschen heute mit Gott machen? Wenn da Kriege stattfinden, wenn da Menschen ums Leben kommen, dann wird er immer meistens davon gesprochen, wie ungerecht Gott ist. Wie kann er das zulassen?
Da wird Gott die Schuld in die Schuhe geschoben, dass er schuld ist für das Unheil, das über Menschen hereinbricht, für das Blut, das vergossen wird. Ob das nicht ein Bild dafür ist, wo Gott sich selbst darstellt als jemand, der auf dessen Kleidern Blut ist und das ein Bild sein könnte für Schuld, die ihm da angerechnet wird? Wie ist der weitere Zusammenhang? Im Vers 10 geht jetzt mit einem Denn weiter. Denn ich hatte einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Und ich sah mich um. Aber, und jetzt kommt ein Aber. Merkt ihr, wir haben es hier mit einem Plan zu tun, den Gott hier zum Ausdruck gebracht hat. Einen Plan, der vom Gerichte spricht, aber vor allem von der Erlösung. Er hatte mir vorgenommen, den Tag der Vergeltung. Und Tag der Vergeltung muss ja nicht negativ sein, er kann ja auch positiv sein. Ich vergelte jemand das Gute, das er mir getan hat. Oder ich vergelte jemand das Böse. Beides ist, wenn Gott zur Erlösung schreitet, hat das immer beide Seiten. Ja? Ich hatte mir einen Tag der Vergeltung vorgenommen, das Jahr, die meinen, zu erlösen. Das heißt, der Akzent liegt hier bei der Vergeltung auf der Erlösung. Er wollte hier erlösen, die Zeit war da, aber, jetzt kommt das Aber. Ich sah mich um, aber da war kein Helfer. Und ich verwunderte mich, dass niemand mir beistand. Gott braucht Helfer zur Erlösung. Wenn er sich vornimmt, einen Tag der Erlösung zu haben, einen Tag der Vergeltung, wer soll ihm denn helfen? Also im Himmel hat er ja Helfer genug. Wenn Gott himmlische Helfer gemeint hätte, dann kann er sicher nicht sagen, dass ihm im Himmel niemand geholfen hat, die Menschen zu erlösen. Das kann es nicht meinen. Dann konnte er nur hier auf Erden nach Helfern gesucht haben und er hat keine gefunden. Da müsste man sich die Frage stellen, welche Helfer meint denn Gott? Welche Helfer braucht er denn hier auf Erden, die ihm helfen, die Seinen zu erlösen? Ist es möglich, dass Gott die Erlösung der Menschen nicht alleine tun kann, sondern dass er Menschen braucht, dass er Helfer braucht? Er sah sich um und da war niemand da, der ihm beistand, der ihm geholfen hätte, sein Werk, das er tun wollte, auf dieser Erde zu tun. Und wenn wir das, was wir jetzt bisher gelesen und überlegt haben, auch aus den Zitaten von Ellen White, dann wollte der ganze Himmel eigentlich von Anfang an, seit dem Sündenfall, den Menschen helfen, den Gehorsam mit Gott zu wandeln und dem Bösen zu widerstehen, der Sünde zu widerstehen, den Versuchungen Satans zu widerstehen. Und er hat Helfer gehabt. Er hat Propheten gehabt. Aber was haben die Propheten für einen Erfolg gehabt? Wie ist man mit diesen Propheten umgegangen? Wenn wir diese Namen nennen, wie ist es seinem Henoch gegangen? Wir lesen nichts in der Bibel, wie es seinem Henoch gegangen ist. Aber wir können uns vorstellen, aus seiner Zeit, aus der er gelebt hat und aus dem, was wir aus dem Geist der Weissagung lesen, ist es dem Henoch nicht viel besser gegangen als dem Noah. Denn das waren beide Prediger der Gerechtigkeit, wie sie im Neuen Testament bezeichnet werden. Und das sagt das Neue Testament, die mussten tagtäglich ansehen, nicht? Ihre Seele wurde geplagt durch das Verhalten der Gottlosen. Und es war noch nie anders. Die gläubigen Menschen, die Gerechten, die versucht haben, Gott zur Seite zu stehen, in die Bresche zu springen. Nicht? Da gibt es ja auch diesen Text in Hesekiel, wo er unter ihnen, unter dem Volk Israel, jemanden suchte, der für ihn in die Bresche springen möge, damit er das Land nicht vernichten müsse. Das heißt, wir haben es hier mit einem recht interessanten Text zu tun, aber der muss auch richtig verstanden werden. Die ganze Bibel spricht davon, dass Gott das Erlösungswerk an Menschen nicht alleine tut, sondern dass er Menschen mit einbezieht, dass er Engel mit einbezieht. Und Engel sind im Gehorsam. Engel werden gesandt zum Heil derer, die das Heil ererben sollten. Aber die Frage ist, wie reagieren Menschen, wenn sie vielleicht sogar Erfahrungen mit Engeln machen, mit guten Engeln? Natürlich gibt es auch die Erfahrungen mit den bösen Engeln. Und wenn Gott uns durch sein Wort spricht, wenn er durch Propheten zu uns spricht, wenn er durch die Bibel zu uns spricht, wie gehen wir damit um? Und offensichtlich ist es möglich, dass man das ablehnen kann.
Und wenn das abgelehnt wurde, und das ist in Israel ja ständig passiert, dann kam das Gericht. Dann hat Gott das Volk nicht mehr schützen können. Dann kamen die Babylonier, dann kamen die Meder und Perser, dann kamen die Philister, dann kamen die Edomiter, und alle die Assyrer und so weiter. Und da wurden die Kelter getreten. Das ist wohl hier gemeint. Wo Gott dann die Verantwortung übernimmt und sagt, ich trat die Kelter allein. Das heißt, ich habe sie in meinem Grimm zertreten, diese Völker. Und wir wissen aber, da war ja nicht Gott, der da reingeschlagen hat und diese Kriege geführt hat, sondern er hat hier einfach Kriege zugelassen. Er hat sich zurückgezogen und hat das Volk nicht mehr geschützt, auch das israelitische Volk nicht mehr geschützt. Der Tag, das Jahr der Erlösung war gekommen. Meine lieben Freunde, niemand, der diesen Text liest, kann das sagen, das ist eine Prophezeiung für die Zukunft. Sondern das ist ein Wort, das der Prophet durch Gottes Weissagung niedergeschrieben hat und das ihm offenbart worden ist für das, was Gott schon längst mit Israel tun wollte. Ihr habt einen ähnlichen Gedanken in Buch Hosea. Ja, Daniel und dann kommt der Hosea, das Buch Hosea in Kapitel 7, Vers 13. Da habt ihr einen ähnlichen Gedanken, den ihr finden könnt. Und vielleicht lesen wir auch hier ab Vers 10. Ja? Hosea 7, ab Vers 10. Da steht, wieder Israels oder gegen Israel zeugt seine Hoffart. Dennoch bekehren sie sich nicht zum Herrn, ihrem Gott, fragen auch trotz alledem nicht nach ihm. Denn Ephraim ist wie eine törichte Taube, die sich leicht locken lässt. Jetzt rufen sie Ägypten an, dann laufen sie nach Assur, also nach Assyrien. Und das haben sie ja gemacht, einmal dort und einmal da. Dort haben sie Hilfe gesucht, aber nicht zu Gott. Dann heißt es hier, aber indem sie hin und her laufen, will ich mein Netz über sie werfen und sie herunterholen wie Vögel unter dem Himmel. Ich will sie strafen, wie es ihrer Gemeinde verkündet ist, wie die Propheten es vorhergesagt haben. Wehe ihnen, dass sie von mir weichen. Sie sollen vertilgt werden, denn sie sind abtrünnig geworden von mir. Und jetzt achtet, was hier steht. Ich wollte sie wohl erlösen, aber sie reden Lüge wider mich. Auch rufen sie mich nicht von Herzen an, sondern machen ein Geheul auf ihren Lagern. Sie ritzen sich wund um Korn und Wein, aber mir sind sie ungehorsam. Ich lehre sie Zucht und stärke ihren Arm, aber sie sinnen Böses gegen mich. Sie bekehren sich, aber nicht recht, sondern sind wie ein schlaffer Bogen. Darum werden ihre Oberen durchs Schwert fallen, wegen der Frechheit ihrer Zungen. Das soll ihnen in Ägyptenland zum Spott werden. Meine lieben Geschwister und Freunde, wenn wir das so lesen hier, wer kann da noch sagen, dass Gott nicht schon längst seinem Sohn Hochzeit machen wollte? Sind das nicht alles Bilder, die von einem ganz deutlichen Plan sprechen, wo Gott Hochzeit machen wollte, seinem Volk? Und warum es zu dieser Hochzeit nicht kam, schon damals, auch das lesen wir hier in diesem Text. Ist das alles Science-Fiction-Theologie, die wir hier machen? Ich denke, wenn wir diese Texte hier so lesen, dann können wir zu keinem anderen Schluss kommen. Und da müssen wir fragen, ja, hat sich seither irgendetwas vom Prinzip her geändert? Bis herauf in unsere heutige Zeit. Natürlich wird dann vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber wenn das damals schon in Erfüllung gegangen wäre und schon in Erfüllung gehen hätte können, wie hätten sich denn dann alle die Prophezeiungen erfüllen können, die es zum Beispiel durch einen Daniel dann gegeben worden sind? Und jetzt achtet darauf, die Prophezeiungen des Daniels, sie sind lange nach ziemlich einige Zeit, etwa über 100 Jahre, nach Jesaja und nach Hosea gegeben worden, wo Daniel dann diese Prophezeiungen über die Weltreiche bekommen hat. Und wir werden natürlich heute im Rückblick sagen, und alle jene, die jetzt diese Prophezeiungen von Daniel kennen, die werden natürlich jetzt die Frage stellen, ja, aber Gott hat doch durch Daniel diese ganzen Weltreiche vorausgesagt, wie sie kommen sollte, einer nach dem anderen. Er hat ja lange Zeiten angekündigt, die sich dann erfüllen sollte, dann erst das erste Kommen Jesu, dann der Tod des Messias und dann erst sein zweites Kommen.
Wie sind diese Prophezeiungen dann zu verstehen? Über diese Fragen werden wir das nächste Mal in unserem weiteren Thema nachdenken. Denn das, was wir heute überlegt haben hier, das wird uns zu dieser Frage führen, sind dann all diese Prophezeiungen, die wir dann später noch von Daniel in der Bibel haben und die wir noch im Alten Testament, also bei anderen Propheten noch haben, gehören sie in den Bereich der unbedingten oder bedingten Prophetie? Wir werden das Thema das nächste Mal fortsetzen und ich habe schon das letzte Mal angekündigt auch, dass das, was ich heute euch bei John Bodine in dem Buch vorgelesen habe, das findet ihr im Kern auch in diesem Buch von dem Bibelkommentar. Da gibt es 10 Bände, wo hier die Theologen, die namhaftesten Theologen in den 50er Jahren sich darüber schon Gedanken gemacht haben, über diesen Plan Gottes, den er hatte im Alten Testament. Und ich werde euch das nächste Mal aus diesem Buch zitieren und diese Gedanken hier weiterführen, die alle in diese Richtung gehen, wo wir ein Konzept einer verzögerten Hochzeit noch deutlicher erkennen werden. Nicht erst seit dem ersten Kommen Jesu haben wir es mit einer Verzögerung der Wiederkunft Jesu zu tun oder wie wir es als Adventisten manchmal gewohnt sind, seit 1844 erst von einer Verzögerung der Wiederkunft und einer Verzögerung der Hochzeit in dem Sinn zu sprechen, sondern wir müssten hier viel tiefer in die Geschichte hineingehen, dessen, was die Welt im Alten Testament schon erlebt hat und was wir letztendlich auch aus dieser Geschichte mit in unsere heutige Zeit nehmen dürfen. Wenn ich das zurückschaue, wenn ich in diese Geschichte zurückschaue und unsere Welt heute anschaue, was für ein Elend, was für eine Not über diese Welt kommt und wir erleben das heute Tag für Tag mehr und mehr. Wir können uns schon ausmalen, das Wort, das Jesus in Matthäus 24 gesagt hat, es wird eine große Trübsal sein in dieser Welt, wie sie noch nie da gewesen ist, seit Menschen auf dieser Erde waren, dann können wir schon langsam einen Vorgeschmack bekommen in dem, was wir heute in Haiti, jetzt in Ghana wieder erleben und in Taiwan und so weiter, überall. Es ist erschreckend, wenn wir das erkennen können. Und wenn wir dann den Rückblick sehen, dass das ja alles der Welt erspart bleiben hätte können. Meine Lieben, wollen wir aus dieser Geschichte wirklich lernen? Und ich denke, es ist Zeit, dass wir uns ernsthaft auch die Frage stellen, was können wir tun, um in dieser letzten Zeit, die uns noch bleibt und in dieser kurzen Phase der Geschichte, noch viele Menschen mit dem Evangelium erreichen können und ihnen verständlich machen können, was die Sünde in dieser Welt angerichtet hat und wie wichtig es ist, dass sich die Menschheit zu Gott kehrt und dass das alles Auswirkungen sind, die wir heute haben, die eigentlich mit dieser Abkehr des Menschen von Gott zu tun haben. Gott helfe uns, dass wir weiterhin wachsen können in unserem Verständnis und in unserem Glauben und dass wir das auch in der rechten Weise anderen zur Ermutigung weitergeben können, dass wir letztendlich auf eine Hochzeit gehen, entgegengehen, wo wir uns freuen können, dass Gott eine Lösung für diese Probleme hat und bevor die Welt in sich zusammenbricht, dass Gott eingreifen wird und die Seinen zu sich holen wird. Gott helfe uns, dass wir dann dort dabei sind, wenn er wiederkommen wird. Lasst uns noch zusammen abschließend beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns auch heute durch diese Zeit geführt hast, dass du uns diese Gedanken vermitteln wolltest, die uns wieder Einblick gegeben haben in deine Liebe, in deine Sehnsucht, mit der du durch die ganze Geschichte hindurch gewirkt hast. Es muss dir viel Herzeleid gekostet haben und es muss dir auch heute viel Herzeleid kosten, wenn du in diese Welt blickst. Und du siehst, wie jammervoll diese Welt aussieht und wie Menschen immer noch
sich mehr auf die Seite des Gegenspielers stellen, als dass sie dir die Ehre geben. Hilf du, dass wir auch dazu beitragen können, dass Menschen erkennen, wie wichtig es ist, dass sie dir folgen, dass sie dein Wort aufnehmen und dass sie auf deine Stimme hören, auch wenn es drunter und drüber geht. Lass uns nicht von dir weichen und lass uns nicht irre werden an deiner Gerechtigkeit, an deiner Liebe und Barmherzigkeit und an deiner Sehnsucht, dass du die Menschen, dass du diese Welt endlich von diesem Elend befreien kannst. Du musst einen Grund haben, warum es heute noch nicht möglich geworden ist, warum du immer noch wartest, bevor du zur Hochzeit deine Kinder zu dir führst. Hilft, dass wir das auch im Laufe unserer weiteren Themen verstehen können und den Gedanken auch folgen können. Und so loben und preisen wir dich für deine Gnade und für deine Liebe, mit der du uns weiterhin begleiten möchtest. In Jesu Namen. Amen. Gut, damit wieder am Ende unserer Stunde. Ich hoffe, es war wieder das eine oder andere Gedanke dabei, der das Thema vertieft und der uns weiterführen kann. Und ja, ich wünsche, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es mir nächsten Donnerstag möglich sein wird. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit eine freudige Nachricht auch vermitteln. Wir haben um den 12. März erwartet, dass unser Sohn und unsere Schwiegertochter in ihrer Familie ein Baby bekommen. Aber das Kind hat sich 2 Wochen vorher schon gemeldet. Es ist inzwischen schon überraschend geboren worden. Eine kleine Fabienne, die wir bekommen haben. Also so sind wir zum dritten Mal Großeltern geworden. Unser Deni, den einige von euch ja kennen werden, der hat dieses erlebt zurzeit dieses Glück mit seiner Frau. Sie ist im Krankenhaus und wir werden nächste Woche in Wien sein und ich bin mir nicht sicher, ob ich am Donnerstagabend zurück sein werde. Am Wochenende werde ich Richtung Bregenz und Schweiz unterwegs sein und da bin ich mir nicht sicher, aber ihr bekommt noch früh genug Nachricht, ob es mir möglich sein wird, am Donnerstag die Sendung zu machen. Gut. Jedenfalls bis dorthin, alles Gute und danke für die lieben Grüße von Ländle und von wo überall her. Wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Der liebe Gott mit euch. Gott segne euch. Gut.